Oh mein Gott, Freunde, MacBooks, iPhones, Fernseher und vieles mehr, das alles könnt ihr im großen Elmago Adventskalender gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, sind 3 Steps. YouTube-Abonnent sein, Insta-Abonnent sein und jetzt einen YouTube-Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Namen. Der Gewinner wird morgen in meiner Story bekannt gegeben. Viele haben es ja mitbekommen, Leute, ich war in 2 Folgen von Krass Klassenfahrt am Start. Ich bin da einen Tag hingeflogen nach Prag, Leute, hab da denn mitgespielt und heute werden wir auf jeden Fall auf diese Folgen reagieren. Ich hab da schon so ein bisschen reingeluschert oder so, aber ja, ihr könnt noch so ein bisschen, werde ich dann so erzählen, was da so ein bisschen abging und so. War auf jeden Fall ganz lustig. Leute, heute kommt natürlich eine fette Verlosung auch wieder. Wir sind hier immer noch im Adventskalender, Leute. So, wir spulen in die erste Szene rein und zwar bin ich in Folge 3 und in Folge 4 zu sehen. Bei Folge 3 komme ich zum ersten Mal auf jeden Fall rein und ja, wir haben hier auf jeden Fall jetzt noch diesen Dialog, genau, und jetzt kommt so eine Zwischensequenz und jetzt komme ich. Das ist auf jeden Fall, hier ist das Haus in Prag. Ich bin halt wirklich nur einen Tag da gewesen. Ich bin da hingeflogen nach Prag, habe die Leute da kennengelernt. Ein paar kannte ich ja schon. Und ja, wurde dann einfach sozusagen ins kalte Wasser geworfen, direkt angefangen zu drehen. Und ja, Leute, hier öffnet sich jetzt diese Tor. Das ist halt dieser Hof. Und ich bin mit diesem Paket jetzt da, Leute. Ihr seht meine Klamotten, Freunde. Ich habe die Nerf Fashion Kollektion an. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich da war natürlich. Um natürlich diese Kollektion auch so ein bisschen euch zu zeigen, der breiten Masse zu zeigen. Deswegen war ich so ein bisschen auch bei Krass Klassenfahrt. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich auch da, unabhängig davon, sehr viel Spaß gemacht, so. So, jetzt klingelt das Handy. Ist natürlich alles real. Das Handy hat wirklich geklingelt. Der Karton ist natürlich voll mit Klamotten oder Nerfblaster. Ich weiß gar nicht, was da drin sein sollte. Das Drehbuch war ja geschrieben. Ich habe einfach nur irgendwas gesagt bekommen. Mach das und das. Und dann habe ich das gemacht und fertig. Keine Ahnung, was dieser Karton genau soll. Ja, auf jeden Fall. Und wie scheint, hat sie alles unter Kontrolle. Habe ich dieses Shirt hier halt an, das Sweatshirt, die Hose und auch die Cap. Ich werde mich nähern und checken, wie die Lage ist. Ihr könnt es natürlich gerne noch abchecken, die Kollektion, wenn ihr es noch nicht getan habt. Link ist in der Beschreibung. So, jetzt habe ich halt gesagt, Leute, ihr habt es gerade gehört. Ja, dass ich jetzt die... Die Kasse scheint hier zu sein. Und wie es scheint, hat sie alles unter Kontrolle. Ich werde mich jetzt dem Objekt nähern und checken, wie die Lage ist. So, 100% muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht in der Handlung drin. So. Also es geht halt irgendwie darum, um die Eltern von Jojo, dass die irgendwelche Verbrecher sind oder sowas. Und ich bin halt so vom Geheimdienst geschickt worden und arbeite mit Frau Kalbsfleisch zusammen. Und ja, wurde dahin geschickt, um so ein paar Informationen ausfindig zu machen. Und verpinkel mich dann auch wieder ganz schnell. Das war auf jeden Fall meine erste Szene. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Und zwar hier mit der Szene, Leute. Kantane raus! Ein Einbrecher! SOS! Ein Einbrecher! Oh Gott! Los! Du musst hinter mir bleiben! Habt ihr das gesehen? Nika ist hier mit dem Ärmel hängen geblieben. Hier kommt sie raus. Zack! Und dann, hier muss ich auch ein bisschen lachen. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall die Szene. Jojo hat halt draußen jetzt so rumgespielt, hat mich jetzt gesehen, hat gedacht, das ist ein Einbrecher. Jetzt kommen alle raus. Und ich komme mit diesem Paket jetzt in meiner Fashion-Kollektion dazu, Leute. Keine Ahnung, was. Ich weiß nicht, was in meinem Karton drin sein soll. Sollen da die Klamotten drin sein? Der Blaster? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Hey! Und begrüße Frau Kalbsfleisch. Alles klar bei dir? Ja, bei dir bist du gut angekommen. Mega, ey, super schön, dich zu sehen. Freut mega mich. Cool. Und tu so, als würde ich sie ganz lange kennen, ja. Die Leute denken, ich bin Einbrecher. Jojo schreit da rum oder so. Aber nein, Freund, ich bin ein Bekannter von Frau Kalbsfleisch. Und das war auch cool. Das war die erste Szene sozusagen, die da gedreht wurde. Direkt vor allen Leuten. War auch auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen komisch. Aber ja, hat man sich mega schnell eingefuchst. So, Leute, und jetzt kommt hier die große Nerf-Schlacht sozusagen. Oder noch nicht, jetzt werde ich erstmal nur vorgestellt, Leute. Also Leute, ihr braucht überhaupt keine Angst haben, das ist Elmago vom Geheimdienst und unser bester Praktikant. Naja, also Angst habe ich jetzt sowieso nicht, er sieht doch super gut aus. Da wurde direkt das erste Kompliment rausgehauen für die Klamotten, Freunde, dass die gut aussehen. Mega Outfit an. Was ist das denn? Was ist das? Wo gibt's das zu kaufen? Danke für die ganzen Komplimente. Das ist und ja, jetzt erkläre ich halt, dass das halt die neue Fashion-Kollektion ist und man die gerne abchecken kann. Das war ja, wie gesagt, auch so ein bisschen der Sinn, dass ich bei Krass Klassenfahrt war. Krass, Alter. Wo ist es ja? Die ist ab sofort in einem Amazon-Store erhältlich. Die könnt ihr gerne abchecken und dann könnt ihr euch was von diesen nice Teilen holen. Nice. Und euch was, also Freunde, wenn ihr Bock habt, die Sachen abzuchecken, Link ist in der Beschreibung. Erster Link. Ja, und ich wurde von meinem Team hergeschickt, damit wir hier so ein kleines Geschlechterbattle machen.
Und ich würde sagen, jeder schnappt sich jetzt von euch so einen Blaster und dann treten wir gegeneinander an. Also ich bin halt vom Geheimdienst, aber ich bin auch irgendwie gefühlt der Nerf-Überbringer und veranstalte da einfach eine Schlacht sozusagen. Aber Freunde, die Schlacht hatte halt den Hintergrund. Okay, das werdet ihr gleich noch erfahren. Kannst du mal bitte deinen Mund halten? Danke. Danke. Bruder, du darfst ruhig husten. Das nehmen wir, nimmt ihr ihm das krumm, wenn er ein bisschen hustet? Ja. Was sagt Löwe dazu? Zippo soll bitte leise sein, er nervt. Okay, Löwe sagt eiskalt, du sollst deine Schnauze halten. Kuss, Löwe. So, Leute, und es kommt natürlich jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt. Und zwar zur heutigen Verlosung an diesem wunderschönen 21. Türchen. Heute, Leute, könnt ihr mal wieder fett absahen. Die letzten Tage hier im Adventskalender werden auf jeden Fall echt krank. Und zwar hier, ihr könnt es erkennen, mit einem 100-Euro Amazon-Gutschein, Freunde. Ja, damit könnt ihr einfach für 100 Euro Sachen auf Amazon einkaufen. Gut, dass ich das nochmal erläutere auf jeden Fall. Ja. Ja, Leute, um diese Sache zu gewinnen, Freunde, es sind drei einfache Steps. Ihr wisst es ja bereits. Elmargo auf YouTube abonnieren, Elmargo auf Instagram abonnieren. Der Link dafür ist in der Beschreibung, beziehungsweise sucht einfach nach Elmargo auf Instagram. Und Sache Nummer drei ist, ihr kommentiert dieses YouTube-Video mit eurem Instagram-Namen und dann wird morgen in meiner Story das Ganze ausgelost. Ich schreibe dem Gewinner dann auf Instagram. Viel Erfolg euch, Leute, und dem Gewinner auf jeden Fall viel Spaß dann mit den 100 Euro. Leute, und jetzt geht's weiter. Leute, einmal kurz Aufmerksamkeit. Fortnite, Digga. Ich hätte einmal gerne kurz Aufmerksamkeit. Freunde, ich will einmal kurz was ankündigen. Uff. Leute, guckt das an. Ist das nicht krank durchdacht, Leute? Ja, ich stehe da, bekomme keine Aufmerksamkeit, aber sobald ich die Jacke ausziehe, ist alle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Danke, Freunde, danke. Ich bin ein Kind von dir. Ganz starker Satz, auf jeden Fall auch gedroppt. Hier sieht man auch, wie Sonny lachen muss. Dieser Teddybär trägt einen Beutel. Und in diesem Beutel befinden sich, haltet euch fest, nagelneue Sachen der brandneuen Fashion-Set-Kollektion, die ich trage. Da bricht natürlich hier wieder Hysterie aus, Leute, weil das Gewinnerteam halt die Sachen der Kollektion bekommt. Das ist so lustig, Leute. Darf am Ende diesen Beutel behalten. Ja, da würde ich jetzt mal sagen. Das ist halt jetzt hier so dieser Vorhof von dieser Villa in Prag, wo wir das gedreht haben. Und Leute, ich stehe da mit diesem Sweatshirt und diesem T-Shirt. Und Leute, es war nicht kalt, es war bitterkalt. Das waren locker minus 30 Grad oder so. Das war, that's my real talk. Und wir mussten diese Szene ja zwei, dreimal drehen. Es war so kalt. Ich habe mir, könnt ihr euch vorstellen, wie ich gefroren habe. Aber Freunde, ich habe es auf jeden Fall durchgezogen. Man sieht das auch so ein bisschen am Gesicht. Und hier, auch alle haben Jacken an. Aber Freunde, ja, in der Kollektion ist halt, ich sag mal, das Sweatshirt klar, aber jetzt keine Jacke oder so, deswegen habe ich das halt getragen. Und ja, es war sehr, sehr kalt, Leute. So, jetzt findet halt hier diese Schlacht statt. Ich ich bin natürlich der Unparteiische, stehe daneben. Das ist so geil. Ja, so, Leute, geht gar nicht. Ja, es war wirklich eine heftige Schlacht. Man sieht es auch an Keanus Gesicht. Ehre auf jeden Fall für diesen Gesichtsausdruck. Wie er ausrastet und ich hier so als Schiedsrichter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Leute, das hat echt Spaß gemacht, das war lustig. Wir haben eine Revanche oder irgendwas. Nee, tut mir leid, wir hatten eindeutige Spielregeln, die Mädchen oder haben gewonnen. Oder Tipps, komm, gib uns mal. Wir trainieren Jungs, ich muss auch, jetzt wirklich langsam los. Ich muss auch wirklich. Ihr seht, Säune, ich hab's eilig, ich muss jetzt los. Team Mädchen hat gewonnen, die Jungs wollen jetzt noch so ein paar Tipps haben, wie man besser im Ziel schießen wird. Langsam los, Jungs, ihr unterschätzt das, ich hab viel zu tun. Okay, aber wir trainieren das. Dieser Satz, ihr unterschätzt das, ich habe viel zu tun. Ja, ich bin halt Geheimdienstpraktikant, da ist halt Tagesgeschäft schon hart, wirklich, Freunde. Ich habe wirklich den ganzen Tag zu tun. Weiter, ja. Wir trainieren alleine weiter. Die trainieren alleine weiter. Oh Mann, seit 2 Stunden sind die Jungs doch dabei, obwohl der... Ich sag, ich muss jetzt wirklich los und dann stehe ich da in dem Interview und sag, so seit 2 Stunden trainieren die Jungs jetzt noch. Ja, ich habe da einfach noch 2 Stunden rumgechillt, bisschen den Jungs zugeguckt, so. Aber nee, Tipps kann ich nicht geben, weil ich habe ja zu wenig Zeit, Leute. Und das war's und jetzt geht das Ganze noch weiter und so weiter, ja. Okay, Leute, das waren auf jeden Fall meine Einsätze bei Krass Klassenfahrt. Das war's, wie gesagt, ich kam da an, hab was gegessen, hab mit den Leuten geredet, gedreht und wieder abgedampft, Leute. Aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, jetzt war ich auch auf, genau.
in Kras Klassenfahrt zu sehen, Leute. Und hier ist nochmal jetzt meine Live-Reaktion sozusagen gewesen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Smash jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich will auf jeden Fall die 12.000 Likes sehen, Freunde. Wenn nicht, bin ich auf jeden Fall enttäuscht. Und ja, Leute, so ist es in diesem Video. Hier kommt es jetzt auf jeden Fall zu meinem Vlog von Kras Klassenfahrt, Freunde, wo ich das Ganze mitgevloggt habe. Ja, hier siehst du noch ein anderes cooles Video von mir. Hier kannst du mich abonnieren, Freunde. Check die Fashion-Kollektion ab. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein, bleibt fresh. Wir sehen uns, euer Elmago.